und herzlich willkommen, lieber Widder, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 15. bis 21. April 2019. Schön, dass du da bist. Wir schauen, welche Energien in dieser Woche für dich vorherrschen, was du nutzen kannst, was für dich hilfreich ist, was dich inspiriert, je nachdem. Und wenn das in deine Situation passt, kannst du das natürlich nach Herzenslust verwenden. Sollte das aus irgendeinem Grund nicht passen und du dich nicht darin wiederfinden, versuch es bitte auch nicht, also irgendwie passend zu machen. Das würde dir nicht helfen. Das ist zwar schade, aber dann ist das eben in diesem Fall nicht für dich gedacht. Wir beginnen als erstes mit der Energie, die von außen auf dich zukommt, lieber Widder. Also, was bringt deine Umwelt dir entgegen? Liebe. Schön. Das heißt, du bekommst jede Menge Liebe. Ist das nicht toll? Das kommt von außen auf dich zu. Sehr, sehr schön. Damit ist natürlich nicht nur diese Liebe in der Partnerschaft gemeint, natürlich auch von Tieren, von Familienmitgliedern, von Leuten überhaupt. Du bist also in dieser Woche sehr begehrt. Wir schauen mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, was dein Wunsch ist in dieser Woche, deine Hoffnung und Ängste, was gut ist für dich, was nicht so gut ist und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, dann schauen wir uns natürlich noch an, was an den einzelnen Wochentagen so los ist. Und dazu muss ich sagen, das ist fließende Energie und bei der allgemeinen Legung kann oder muss das auch nicht immer dieser Tag sein, der gelegt wurde. Wenn du das an einem anderen Tag erlebst, du hast ja wahrscheinlich diese Legung dann vorher angeschaut, kannst du das natürlich genauso gut verwenden. Also. So, dann schauen wir mal, was du mitbringst in diese Woche. Ob du auch so viel Liebe mitbringst in diese Woche oder was auch immer. Was haben wir denn da? Die 5 der Münzen. Das heißt Rückzug meistens oder man fühlt sich ausgeschlossen, obwohl, wenn da Liebe dir entgegenkommt, vielleicht ist es dir auch zu viel. Das kann auch sein, dass du davon genervt bist. Okay. Gucken wir mal, wie das Ganze zusammenpasst. Wir schauen mal am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, dann haben wir natürlich als erstes die Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Die 2 des Feuers, es ist die 2 der Stäbe. Das heißt, du stehst so vor einer Entscheidung, wie es weitergehen soll, in welche Richtung du tendierst. Ja, das ist ja okay, das ist deine Energie und du fühlst dich auch wohl in deiner Energie. Du hast wohl noch keine Entscheidung getroffen. Was ist denn dein Wunsch in dieser Woche? Da haben wir das Rad des Schicksals, Glück zu haben, Erfolg zu haben, glücklich zu sein natürlich. Kann ich gut nachvollziehen, finde ich einen schönen Wunsch und wir schauen direkt, was deine Hoffnungen und Ängste sind. 4 des Wassers, 4 der Kelche. Das ist so, ja, die 4 der Kelche ist die Schmollkarte oder es ist die Karte eines nicht angenommenen Angebotes oder das, was dir geboten wird, gefällt dir nicht. Das passt zu der Liebe, die von außen kommt. Vielleicht bekommst du ein Angebot, wo du sagst, es ist zwar nett gemeint, aber das kann ich leider nicht erwidern. Wäre möglich, ja. Kann aber auch sein, dass du das Bedürfnis hast, jemandem deine Liebe zu offenbaren und selber abgelehnt wirst. Das ist durchaus auch möglich. Das ist Hoffnung und Angst. Ja? Gut für dich ist der Bote der Erde. Das ist der Page der Münzen. Bedeutet langsame Erdenergie, Schritt für Schritt. Ja, also es bewegt sich alles nicht so schnell, wie du das gerne hättest. Aber das ist gut für dich, ja, dass die Dinge nicht so voran, also nicht vorangehen, wie du vielleicht möchtest, in einem höheren Tempo, ist gut für dich. Nimm es einfach mal so hin. So, dann haben wir nicht gut für dich, ist der Page des Feuers. Das ist dieser Page des Feuers mit viel Energie, junger, kreativer, Feuerenergie, Leidenschaft und so. Das heißt, du solltest nach Möglichkeit in dieser Woche kein neues Projekt, kein neues kreatives Projekt angehen. Also es ist zumindest steht es nicht unter besonders günstigen Voraussetzungen jetzt in dieser Woche. Das heißt nicht, dass du das nicht später machen kannst. Aber es bedeutet eben, das wäre jetzt nicht so gut. Das heißt, du sollst deiner Leidenschaft jetzt in dieser Woche nicht so nachgeben. Du solltest alles langsam und überlegt angehen.
Gut, was ist der Ausgang in dieser Woche? Das ist der Bote der Luft. Das ist der Page der Schwerter. Jetzt haben wir drei Pagen hier. Der Page der Schwerter ist der Überbringer von Nachrichten. So, das könnte sein, dass sich Dinge entwickeln, so wie du es möchtest. Du wünschst dir Glück, du möchtest eine Entscheidung treffen. Vielleicht ist das der Hinweis darauf, was du tun sollst. Und hier sollst du nichts machen, vielleicht weil die Entscheidung noch nicht getroffen ist. Und du solltest die Chancen nutzen, aber langsam vorangehen. Okay, am Montag haben wir das Ass der Stäbe. Das ist deine Energie, ein Neubeginn in Leidenschaft. So, das kann aber jetzt auf der einen Seite natürlich Liebe und Leidenschaft betreffen, aber auch eben dieses Projekt oder diese Sache. Wir schauen mal. Am Dienstag haben wir den Tod, die Veränderung, die Transformation. Das heißt, du befindest dich im Umbruch. Das ist auch vielleicht hier mit den zwei der Stäben spürbar, dass du noch nicht so genau weißt, wie sich das Neue entwickelt und mit dem Alten noch nicht so ganz abgeschlossen hast. Ich habe das viel jetzt in der Legung, dass die Transformation stattfindet, und die Transformation ist meistens für den Betroffenen nicht so leicht, weil er eben noch nicht im Neuen angekommen ist und im Alten noch ein bisschen drinsteckt. Das ist so ähnlich wie ein Teenager in der Pubertät, ne? Man weiß nicht, wohin die Reise geht, man weiß, da kommt was Neues, aber man kann sich das eben noch nicht so wirklich vorstellen. Und deswegen geht es langsam an. Am Mittwoch haben wir den König der Kelche. Gefühle im Griff, das ist schon mal gut. Das heißt, keine Ausraster, keine Wutausbrüche und so weiter. Alles in Maßen, alles gut. Ja, auch wenn da Leidenschaft drin ist, aber du hast das alles im Griff, gefühlsmäßig. Sehr schön. Donnerstag haben wir die drei der Münzen. Zusammenarbeit, Teamwork. Wir bauen gemeinsam etwas auf. Aber auch das ist wieder Erdenergie. Cool down, langsam überlegt. So, dann haben wir am Freitag den Neubeginn mit der Welt. Das ist ein Neustart. Ja, ich denke mal, dass du dann diese Transformation weitestgehend abgeschlossen hast und dich schon wieder neu zurechtfindest und dann auch die Entscheidung getroffen hast. Am Samstag haben wir den Stern, das ist Heilung, das ist nach den Sternen greifen, und es passt gut zum Ass hier mit der Stäbe. Was haben wir noch? Wir haben die 6 der Münzen, aber alles in Maßen, wieder Erdenergie. Also der Stern ist auch die Wassermannkarte und bedeutet auch nach den Sternen greifen. Aber ich denke, es ist ein Fixstern, das heißt, er bleibt dort, wo er ist, und damit ist keine große Bewegung da. Ja? Das sind hochfliegende Gedanken, das sind vielleicht vorausschauende Ideen, aber du hast die 5 der Münzen. Ich denke, dass du dich noch ein bisschen damit zurückhalten solltest. Hier haben wir ja die 4 der Kelche, und das bedeutet, dass die Liebe, die dir möglicherweise entgegengebracht wird, nicht das ist, was du dir eigentlich erträumt hast. Wir gucken mal mit dem dritten Kartendeck, was so ja im Detail noch dahinter steckt. Wir haben die 2 des Feuers. König der Stäbe, du in deinem Element, und wir haben den Herrscher. So, das bedeutet für mich, dass du soweit deine Energien im Griff hast und die Entscheidungen auch weitestgehend alleine triffst. So, ich würde aber trotzdem an deiner Stelle auch die davon betroffen sind oder die es betrifft im Nachhinein, ein bisschen Rückfrage halten. Du musst ja nicht direkt nach der Entscheidung fragen, aber du kannst ja zumindest herausfinden, wie die Leute dahinter stehen, wie sie das wie sie das sehen. Das würde mich auf jeden Fall an deiner Stelle auch neugierig machen und dir vielleicht die Entscheidung vereinfachen, ja? Und der Herrscher sollte natürlich niemals tyrannisch sein, ja? So, dann haben wir deinen Wunsch, das Rad des Schicksals, wir haben die Obsession mit dem Teufel und wir haben die Kraft. So. Du solltest die Kraft haben, deine Obsession, die Dinge, die du mit aller Gewalt und ohne Rücksicht auf Verluste vorantreiben möchtest, im Griff zu halten. Also die Pferde ruhig zu halten, im Zaum zu halten, um nicht irgendwie Schaden anzurichten, weil wenn die Dinge losgelassen sind und so, dann ist es zu spät. Ja, also es ist schon wichtig, dass du eben, ja, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch, dass du eben deine, deine Emotionen, deine Dinge im Griff hast. Mit dem König der Kelche, denke ich, hier hast du das auch. Wir haben die 4 des Wassers, Hoffnung und Ängste. Das ist die Nachricht, Page der Schwerter
und das Ass der Stäbe. Es geht um einen leidenschaftlichen Neubeginn. Du bekommst die Nachricht. Möglicherweise klappt etwas oder in einer Beziehung geht es voran. Die Leidenschaft entfacht sich. Und wir haben den Boten der Erde, die Chance in der Liebe, ja, und die Veränderung, die Transformation, der Tod. Das heißt nicht, dass die Liebe tot ist, sondern dass du es anders angehst. Anders als sonst. Vielleicht einfach mal dich ein bisschen zügelst, weil es geht darum, eben diese Energien ein bisschen im Griff zu haben. Ne? Page des Feuers wäre nicht gut in dieser Woche. Wir haben den Mond. Das sind so die Schattenseiten, die da zum Vorschein kommen und die Enttäuschung. Ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, dass du bereits ähnliche Erfahrungen gemacht hast und dabei fürchterlich enttäuscht wurdest und eben die Schattenseiten auch da zumindest in den Bedenken hervorkommen und du es deshalb anders angehen möchtest. Ja? Page der Luft, Ritter der Münzen, wie ich sagte, langsame Energie zum Erfolg und die Neun der Schwerter. Du machst dir zu viele Gedanken über alte Verletzungen, über alte Enttäuschungen. Ja, das solltest du nach Möglichkeit ja hinter dir lassen. Das ist leichter gesagt als getan, aber du hast fast den Zyklus erfolgreich abgeschlossen. Hier hast du den Zyklus erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, du solltest eben deine feurige Energie zumindest etwas im Griff halten in dieser Woche und mit dem Ritter der Münzen aufgrund der Langsamkeit eben nicht verzagen, sondern sagen, es ist gut, es ist genau so richtig. Da haben wir das Ass der Stäbe, da haben wir die Fairness, die Gerechtigkeit und da haben wir die Drei der Schwerter. Es geht darum, eben alte Enttäuschungen hinter sich zu lassen. Das ist die Fairness, die auch mit deiner Leidenschaft irgendwo nicht, ja, ich sag mal, zu verbrennen, sondern eben das langsam anzugehen, um es genießen zu können. Ja? Es geht um alte Enttäuschungen, die du hinter dir lassen sollst. Das ist die Veränderung. Mäßigkeit, ne? Und der Page der Kelche, eben ein liebevolles Angebot zu überbringen, ohne gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Eben wie der König der Kelche, alles im Griff, Möglichkeiten ausschöpfen natürlich, gucken, was will ich und wo will ich hin und vor allen Dingen mit wem. Und dazu brauchst du natürlich auch ein bisschen Zeit, dir das zu überlegen. Und mit den Drei der Münzen kannst du auf die Zusammenarbeit bauen. Da haben wir die Vier der Kelche, das ist das abgelehnte Angebot. Und da haben wir den Ritter der Kelche, der gleich mit einem neuen Angebot um die Ecke kommt. Das heißt, selbst wenn du, sag ich mal, eine Abfuhr bekommst oder eine Abfuhr erteilst, das nächste Angebot steht schon an der nächsten Ecke. Und dann hast du den Neubeginn mit der Welt. Ballast abwerfen, ganz wichtig. Und da hast du dein Rad des Schicksals. Es geht darum, eben den Ballast abzuwerfen, die Kraft zu haben, auch deine Leidenschaften eben im Griff zu haben. Das ist ein ganz großes Thema, glaube ich, im April für den Widder, ja, Geburtstagsmonat. Und ja, es geht darum, deinen neuen Lebensabschnitt eben auch mit neuer Energie gezügelt und kanalisiert in die richtige Richtung anzugehen. Also hier eben den Ballast abzuwerfen, alte Verletzungen hinter sich zu lassen, neu zu beginnen mit langsamen Schritten, auch sich nicht irritieren lassen, wenn nicht immer alles auf Anhieb klappt, sondern das nächste Angebot, wie gesagt, steht schon in den Startlöchern. Wir haben am Samstag den Stern, das ist die Heilung. Das ist eben, die Heilung ist der König der Kelche, Gefühle im Griff, ja. Und mit dem Turm eben die Altlasten, das, was dich belastet, zu heilen, die alten Gefühle loszuwerden. Und das schaffst du nur, indem du nämlich deine Leidenschaften auch kennst und eben im Griff hast. Dann haben wir die Sechs der Münzen, das Feiern mit den Drei der Kelche und die Sieben der Münzen. Das bedeutet, ja, zu sehen, was du erreicht hast. Stolz auf dich zu sein, was du erreicht hast, ob in Beziehungen oder im Job, ja, finanziell oder eben, wie gesagt, im Privatbereich. Also du kannst schon auf etwas zurückblicken, auch auf deine Stärke, eben deine Obsession hier im Griff zu haben. Finde ich toll. Und wir haben
Eine Orakelkarte von den Delfinen und Meerjungfrauen von Doreen Virtue. Freundschaft. Verabrede dich, um einen Tag mit einer Freundin oder mit Freunden zu spielen. Ja, du wirst zum Spielen aufgerufen. Das ist ja sehr schön. Das heißt, unbelastet. Uah, meine Karten fliegen gerade hier durch die Gegend. Unbelastet und frei. Ja, einfach mal auf andere zuzugehen und das zu genießen. Kleine Erfolge zu genießen. Und wir haben bei den Weisheitskarten der Seele der Geist des Ortes, die Nummer 4 für dich. Der Geist des Ortes. In der Echtheit liegt die wahre Kraft. In alter Zeit glaubten unsere Vorfahren, dass zu jedem Ort ein Geistwesen gehört, das ihn bewacht oder in ihm in Erscheinung tritt. So wie jeder von uns eine Seele besitzt, so hat auch jeder Baum, jeder Vogel, jeder Berg und Fluss sein eigenes Wesen. Wenn wir bei deiner Kartenbefragung der Geist des Ortes erscheint, will er dir sagen, dass die Antwort auf deine Frage im wiederkehrenden Grundthema deiner Lebensumstände zu finden ist. Geht es bei deiner Frage um einen inneren Kampf? Die Antwort heißt, loszulassen und sich vom Bedürfnis, die Situation zu kontrollieren, zu lösen. Wenn es in deiner Erkundigung um das Finden von Liebe geht, dann sei selbst diese Liebe, anstatt dich bloß danach zu sehnen. Sobald du die tiefere Wahrheit, die deiner Frage zugrunde liegt, entdeckst und benennen kannst, findest du damit auch die Antwort, nach der du gesucht hast. Deine größte Stärke liegt in deiner Authentizität. Also je ehrlicher, offener und ja, du selbst bist, ja, desto schöner wird diese Woche für dich, desto eher findest du Ruhe, Frieden und Glück in dem, was du tust, in den Leuten, mit denen du zusammen bist, ja. Das Rad des Schicksals ist da, du kannst Altlasten hinter dir lassen, du musst natürlich ein bisschen damit arbeiten, aber du schaffst das. Du schaffst das, indem du eben deine Obsession im Griff hast. Und das ist deine Herausforderung. Und ich denke, das kriegst du hin. Von außen bekommst du Liebe. Und das ist auch sehr schön. Und vielleicht beflügelt dich das dann auch nochmal eben, diese Dinge gut im Griff zu haben. Ja, mein lieber Widder, ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich wünsche dir viel Erfolg, sowohl im beruflichen als auch in der Liebe. Und wenn dir das ein bisschen hilfreich war, dann würde ich mir von dir ein Däumchen hoch wünschen. Dann bin ich gespannt, was du berichtest und ja, inwieweit das hilfreich für dich war. Ich bedanke mich und freue mich schon auf die nächste Woche. Bis bald. Tschüss.